Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Wir haben unser Pferdchen zurück, das ich ganz freundlich Epona getauft habe. Horst muss noch ein wenig warten und wir reiten jetzt in Richtung des nächsten Titanen. Und hier haben wir eine Schatztruhe. Dann können wir mal versuchen, ein bisschen zu stealthen. Sagt er und holte das Bombenmodul raus. Oh, da ist einer von den schwarzen Kollegen, die sehr, sehr krass sind. Und es soll gewittern, meine Güte. Hey, komm her, Kollege. Ah, der hebt das Schild auf. Ha, du cleveres Biest. So, mal ganz kurz geschaut. Ist hier irgendwas elektrisch? Ja, das ist alles elektrisch. Vorsicht. Ah, das Wächterschild könnte ich auspacken. Unsere Schildtasche ist voll. Allerdings haben wir hier ein Schild mit 18. Den schmeißen wir mal raus. Und das Soldatenschwert kann ich auch aufheben. Da haben wir eine Lanze, die wir nicht unbedingt brauchen. Na, Vorsicht. Ich möchte tendenziell ja doch einige einhändige Waffen doch haben. Denn ich spiele schon ganz gern mit dem Schild. Nee. Ihr könnt euren Honig behalten, Leute. Oh Gott, warum? Ja, kommt her. Bam. Ein Hit und ihr seid weg. Ausdauerhonig. Und der Donner ist auch schon wieder fort. Sehr schön. Und das hat sich doch gelohnt. Das Soldatenschild behalte ich gerade mal. Oh Mann. So, jetzt runter. Stachelmobkeule. Die ist richtig gut. Bam. Na, jeden Stein mal aufheben. Und schauen, was sich drunter verbirgt. Hat er gerade Wasser von sich abgeschüttelt? Das ist ja cool. Ach, hey, Leute. Dorfruine. Jawohl, komm schon. Kontern. Hallöchen, wer seid ihr denn? Das hätte böse enden können. Gut gemacht. Ich mag es zwar nicht, jemand anderem dankbar sein zu müssen, aber du hast uns immerhin gerettet, also danke. Kraftfischreisbällchen. Boah, das sind viele Wörter gewesen. Nächstes Mal zeige ich's denen. Hast du auch was für uns? Der Göttin Hylia sei gedankt, der Bossin geht's gut. Ich sag's ja, wer hier nach Schätzen sucht, muss verrückt sein. Sorry, Kleiner. Hauptsache nur nicht zu nah hier weggehen. Eieiei. Okay, neue Pilze. Ich habe auch von euch den Tipp oder Hinweis erhalten, dass man ja alles
fotografieren könnte, damit man hier ein bisschen gezielt nach Items suchen kann. Auch in Läden oder so, wo man dann ist. Ja, das ist grundsätzlich eine Idee, das stimmt. Oh Gott, da sind Wächter. Und hier haben wir Wölfe. Oh nein. Komm her. Oh, sorry, Kleiner. Ganz kurz mal geschaut. Wie sieht's denn hier aus mit dem Schutzschild? In 15 Minuten wiederverwendbar. Okay. Also auch das braucht seine Zeit, bis man es wieder verwenden kann. Oh mein Gott, wie viele Wölfe sind hier bitte? Gibt's hier keinen Turm in der Nähe? Ja, auf jeden Fall, um nochmal kurz auf den Punkt zurückzukommen, ich bin ein bisschen zu... Ja, nennt man das faul, wenn man in einem Spiel etwas nicht machen möchte? Sagen wir es mal so, ich finde es umständlich und deswegen... Ich brauche auch nicht unbedingt nach Items gezielt zu suchen. Ich laufe einfach rum und versuche das so quasi für mich zu entdecken. Entspann dich, Kleiner. Ich finde das auch beispielsweise nicht unbedingt so geil, dass man dann direkt darauf verwiesen wird. So, hey, da gibt's das und das. Da finde ich es doch schon ganz schön, wenn man selbst quasi den Entdeckerdrang hat. Hey, komm her, du bist doch so ein Premium-Wildschwein. Jawohl, Edelwild. Was haben wir denn da bitte? Auch den Punkt mal markiert. Ja, also ich finde es ganz schön zwar, dass man auf Schreine verwiesen wird, aber grundsätzlich mag ich es halt vor allem bei Breath of the Wild, dass man halt komplett frei unterwegs ist. Also dass du dann nicht großartig irgendwie Symbole auf der Minimap hast und so weiter und so fort, sondern das ist halt wirklich, es fühlt sich wirklich sehr befreiend an. Auch dass du gar nicht mal so extrem viel Loot hast. Ich meine, im Endeffekt, du kannst schon so ein paar Sachen aufheben. Aber ist jetzt auch nicht so, als müsstest du jeden Meter irgendwas Krasses machen. Was zur Hölle? Okay, Leute. Ich hab Bock drauf. Und das ist sogar eine einhändige Waffe mit 24. Ja, das ist okay. Okay, das ist schon eine zweihändige. Oh mein Gott, Hinox. Hallo? Warum dreht er sich um, wenn ich... Warum dreht er sich um, wenn ich versuche, ihn zu markieren? Link, der Feind steht genau, direkt da. Okay, die Gegneranvisierung funktioniert nicht so gut. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh, gar nicht gut. Oh, da hätte ich vielleicht warten müssen, bis ich das Dingens wieder habe. Ansonsten, ich versuche mal ein bisschen meinen Angriffsschaden zu erhöhen. Kann man den Effekt verdoppeln? Ich bezweifle es. Na nee, das nutze ich für später mal. Ja, ansonsten brauche ich eigentlich viel Leben gerade, ne? Na gut. Let's go. Oh nein, jetzt hebt er so... Okay, gut, er wirft nur. Ey, zertrampel mich nicht.
Oh Gott, gut ausgewichen. Meine Bombe macht viel weniger Schaden als ein Nahkampf-Hit. Das ist irgendwie komisch. Komm schon! Nein! Oh Gott, Glück gehabt. Ich hätte ihm die Kette auch abnehmen können. Ah, da hat er einen Schutz. Yes! Okay, cool. Ein Hinox-Herz. Dieses in einem Kampf gegen ein Hinox errungene Objekt pulsiert gelegentlich. Man kann Medizin daraus herstellen, doch soll es sich auch andernweitig verwenden lassen. Das klingt komisch. Ah, die Fußnägel. Ein unappetitliches Objekt, das allerdings so widerstandsfähig wie eine Rüstung ist. Wenn man es mit Insektenzutaten einkocht, kann man Medizin daraus herstellen. Nee, danke. Ah, die Zähne auch. Oh Gott, das ist alles widerlich. Blieb nach einem Kampf gegen einen Hinox zurück. Selbst für einen Monsterzahn ist er ungewöhnlich groß und hart. Man kann damit Medizin herstellen. Röstforellen hat er. Ach, das hat er um den Hals hängen. Und eine Soldatenlanze. Oh Gott, das ist ein bisschen lame. Röst-Maximuschel. Diese Maximuschel wurde in ihrer Schale geröstet. Ihre Fühler haben einen bitteren, interessanten Beigeschmack. Die Schale funktioniert fast wie ein kleiner Kochtopf. Und Röstkarpfen. Cool. Ja, Leute, so sieht das aus. Eine Holzfäller-Axt. Ach komm, jetzt sag mir nicht, dass ich die Baumstämme damit nicht zerkloppen kann. Achso, falsche Waffe jetzt. Okay, gut. Okay, sehr schön. Okay, das funktioniert wunderbar. Ja, aber ich möchte bitte meine andere Waffe wieder. Ich glaube, da gab es noch ein frischeres Soldatenschwert, aber das passt schon. Ja, ey Leute, damit haben wir jetzt schon eine große Errungenschaft in dieser Folge. Das kann ich nach so einer Spielzeit nicht immer behaupten. So, da hinten noch ein weiterer Turm. Ich würde sagen, ich kann tatsächlich mal hier die Markierung ändern. Da setzen wir mal ein Sternchen hin. So, hier setzen wir auch nochmal ein Sternchen hin. Hier mache ich mal ein Fragezeichen. Gibt's da was? Ich mache mal das Schatzsymbol dahin. Okay, ist das nur ein Schrein oder ist das was anderes? Auch hier nochmal einen Schatz hinmachen. Muss ich mir nur merken, dass der Schatz bedeutet, dass ich noch nicht genau weiß, was es ist. Königliches Institut. Heute Open Air. So, und der Blume soll man einfach weiter folgen. Ach, hier.
Ich habe das Headset immer auf einem Ohr, deswegen weiß ich nie genau, wo sie dann wieder rauskommt, wenn man es nur hören soll. Oh, da oben. Oh Gott. Jetzt hat sie mich schon nach hier unten getrieben. Nach hier oben getrieben. Ah, da bist du. Und ein weiterer Krog. Du hast mich entdeckt. Tschüss. Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass ich gegen den Honix, hieß er so, kein Leben verloren habe. Also nach dem ersten Plumpser. Nachdem er mich mit seinem Gesäß erwischt hat. Klingt komisch. So, komm her, Kleiner. Wir reiten weiter in Richtung Turm. Vielleicht kriegen wir den heute noch hin. Mal gucken. Ja, ich hoffe auch, dass ich die Folge zeitig hochladen kann. Die letzten Tage waren sehr, sehr anstrengend mit Formel 1 und so weiter und so fort. Und ich wollte ja auch im Rahmen zur neuen Saison ein bisschen was machen, ein bisschen was Cooles dann machen. Und dadurch bin ich immer sehr in Verzug geraten. Eigentlich mag ich es nicht, am selben Tag ein Let's Play aufzunehmen, an dem es auch hochgeladen werden soll. In dieser Woche war ich sehr oft dazu gezwungen. Hallöchen, Leute. Hallo? Okay, er ist auf mich aufmerksam geworden. Hallo? Fast überfallen, schade. Och Gott, da hat er überfallen zwar gemacht, aber zu spät. Fernkampf kann ich auch. Oh mein Gott. Warte mal, habe ich mir dann auch selbst Schaden zugefügt? Ich glaube nicht, ne? Ja, genau. Spring noch weiter runter, bitte. Alter Falter, wie schnell ist der denn? Oh nein, mein Pferd ist ja da unten. Wo ist der Typ? Oh mein Gott. Och, der Turm, der ist kein bisschen hoch, aber es ist so anstrengend, der Weg dahin. Vor allem, wenn man wie ich kaum Pfeile mehr übrig hat. Oh mein Gott. Oh nein, bitte zieh nicht hier rüber. Doch, tut er. Das sieht man schon. Denn laut Minimap soll es bald regnen. Komm her. Hallo. Jawohl, ein bisschen in die Nähe von mir gehauen. Komm her. Komm. Hör auf zu spucken, Mann. Hat er gar keine Manieren, der Kerl. Genau.
Oh, Knochenbockschild. Hätte nicht gedacht, dass es so gut sein könnte. Nein, jetzt habe ich das andere aufgehoben. So, und das Soldatenschwert kommt jetzt auch weg. Okay, ich hoffe, hier kann ich stehen, ne? Ja, davon bin ich ausgegangen. Schön. Aufs Maul! Gut, das war schlecht. Vielleicht kann ich den einen im Wasser... Ja, der ist aufmerksam auf mich geworden. Hallo! Nicht sicher, ob ich ihn hier anlocken möchte, aber... Oder sollte. Oh nein, der andere ist auch aufmerksam auf mich geworden. Na, die spucken natürlich wieder. Gott, wie viele jetzt auf mich zukommen, ne? Drei Gegner haben wir jetzt hier. Und einer ist direkt weg, okay. Ach komm. Warum kann ich ihn nicht killen? Daruks Schirm ist jetzt einsatzbar. Danke, du bist cool, Mann. Autsch. Bitte hochklettern, danke. So, wisst ihr was? Oh nein, ich... Ich fliege einfach runter, wenn ich getroffen werde. Okay. Schnell hoch. Kein Bock auf die Gegner hier. Ja, auch wenn der Kampf nach ein bisschen Eingewöhnungszeit ziemlich cool ist. Ich finde, am schönsten ist es in Zelda immer noch, hier die Gegend zu erkunden. Vor allem jetzt in Breath of the Wild. Das ist einfach super gemacht. Das muss man denen lassen. Die Spielwelt macht Spaß. Auch wenn nicht alles perfekt ist, ja. Viele Sachen sind definitiv ausbaufähig, aber einiges ist auch sehr, sehr geil gemacht. Das meiste. Oder das Wichtige, sagen wir es mal so. Und weiter geht's. Der nächste Turm ist in unserer... Whatever. Super Formulierung. Ah, da sehe ich doch ein... Schrein.
Für die deutsche Version wäre so eine Anspielung super. Wenn man einen Schrein Schrein Ach Liebe nennen würde. So quasi eine kleine Ärzte-Referenz. Gut, ansonsten, ja, ein weiteres Stück der Karte aufgedeckt. Das ist allerdings noch nicht, ja, das ist noch nicht das Missionsgebiet, wo es hier weitergeht. Da haben wir noch was. Katsching. Oh, da geht's unten weiter. Wow, das finde ich geil, ne? Zwei Gebiete quasi überbrückt. Gut, das eine ist nur so halbwegs da, aber... Also beziehungsweise dieses eine Gebiet, was wir hier überbrücken, das ist nur minimal da, aber ansonsten... Doch schon ein Stück weit... Geguckt. Ah, falsche Taste. So, jetzt können wir die Markierung ändern. Oh Gott, so ein Gewitter, was hier aufzieht, das ist ja schrecklich. Und der nächste Turm. Das ist der Turm, zu dem wir müssen. Und es sieht auch recht easy alles aus. Da ist ein Weg, den wir entlang reiten können. Oh, wer bist du denn? Hallo? Ziemlich hoch. Wenn ich vom Vogelvolk wäre, würde es wohl gehen. Buh. oh Gott, wo kommst du denn her? Erschreck mich doch nicht so. Wie bist du hier hochgekommen? Wie bitte? Das könntest du auch mich fragen? Mit einer Frage auf eine Frage antworten? Ich sehe schon. Aber gut, ich bin Forscher und auf der Suche nach dem Vogelvolk. Angeblich soll es hier leben. Also habe ich mich auf die Suche gemacht, aber plötzlich bebte die Erde und dieser Turm tauchte auf. Und da ich nicht wieder herunter konnte, habe ich mich eben hier eingerichtet. Wie bist du an den Gegnern vorbeigekommen, wäre eine gute Frage, aber gut. Aber in schwierigen Zeiten wachse ich über mich hinaus. Dieser Ort ist perfekt für das Erforschen des Vogelvolks. Und wie bist du hier hochgekommen? Kommst du nicht mehr runter? Ich fliege runter. Was? Du kannst fliegen wie das Vogelvolk? Ist das wahr? Ich forsche seit Jahren daran, wie man auch als Hylianer wie das Vogelvolk fliegen kann. Was sagst du? Es ist mehr Gleiten als wirkliches Fliegen? Ach, das macht nichts. Anhand der Gleitdistanz kann ich Berechnungen anstellen, die uns irgendwann das Fliegen ermöglichen. Davon bin ich überzeugt. Also, kannst du von hier losgleiten, damit ich sehe, wie weit du kommst? Ich nenne diese Versuchsreihe die Vogelvolk-Herausforderung. Zeige mir, wie weit du gleiten kannst und ich belohne dich, je nachdem, wie weit du gekommen bist. Zeigen wir die Flugkünste? Ja, tun wir mal. Sehr schön, dein Name wird in die Geschichte der Vogelvolk-Forschung eingehen. Aber eine Sache noch, da du eigentlich gleitest und nicht fliegst, ist die ganze Angelegenheit nicht ohne Risiko. Deswegen muss ich eine Gebühr von 20 Rubinen verlangen. Warum das denn? Damit das Ganze im schlimmsten Fall nicht umsonst war. Fliegst du trotzdem? Okay, gut. Gleite los, sobald du bereit bist. Hiermit beginnt die Herausforderung. So, mal gucken, wo man landen sollte. Ja, wenn man das weiß, dann kann man sich irgendwo drunter nochmal... Oh, Schrein in der Nähe, da unten, ne? Ja. So, ich möchte auch irgendwo in der Höhle landen. Oh je, so viele Fledermäuse. Nein, ich fliege inmitten von Gegnern rein. Oh mein Gott. Oh Mann, das ist ein halber Kilometer, den wir jetzt schon haben. Nein, keine Ausdauer mehr. Nein, oder 0,1 Meter und ich hätte direkt 555 gehabt. Eine schöne Schnapszahl, das wäre schön gewesen. Aber gut, wir fliegen wieder zurück zu ihm. Oh. Nun, ein kleiner... Yes, es ist 555. Ein kleiner Schritt für unsere Forschung und zwar von genau 555 Meter. Kleine Fortschritte, kleine Schritte sind auch Fortschritte. Man muss nur daran glauben, dass die ganze Arbeit irgendwann Früchte trägt. Deine Belohnung ist ja das Wichtige als die Forschung, aber versprochen ist versprochen. Für deinen kleinen akademischen Beitrag gebe ich dir 21 Rubine. Ha, kleiner Scherz, hier nimm. Ja, das hat sich gelohnt. Na, wie wär's mit deinem Flug? Flieg nochmal. Dann machen wir Schluss. Habe ich eigentlich den Turm schon mal markiert? Und den dahinter?
Okay, die lilane Markierung ist die richtige. Die andere machen wir mal weg. Und die andere Markierung ist die gelbe hier. Ach so, das ist lediglich... Warum habe ich hier einen Schatz hingemacht? Keine Ahnung. Gut, aber da sollten wir definitiv noch nicht hin. Ich habe gerade gar nicht auf den Ausdauerbalken geachtet. Hätte nicht gedacht, dass ich so weit fliegen kann, dass ich den quasi komplett ausreize. So, und nach links können wir runter zu unserem Pferdchen. Dass er unter diesen ganzen Echsen ist. So, wenn wir nochmal deutlich mehr Ausdauer haben, dann könnten wir definitiv nochmal dahin und uns nochmal ein ordentliches goldenes Näschen verdienen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir beim nächsten Mal zum letzten Turm. Das Gebiet hier dürften wir dann komplett aufdecken und wir machen dann weiter bei den nächsten, beim nächsten der vier Titanen. Bis es soweit ist, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Spaß hattet, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit Zelda Breath of the Wild. Und ich sollte hier definitiv alle Rüstungsgegenstände erstmal weglegen. Und die Rüstung ablegen. Meine Güte, das habe ich ja auch vergessen. Ja, gut. Dann macht's gut mit einem oberkörperfreien Link. Gut. Tschüss.